Guten Abend. Dr. Winkel? Winkel. Sehr erfreut, Dr. Winkel. Sie haben ja hier das reinste Museum. Ja. Was willst du hier? Du hast hier gar nichts verloren. Na, mach, dass du rauskommst. Ja, komm, sei brav. Ja, sei brav. Nur mach schon. So ist gut. Ist das Ihr Hund? Ja, würden Sie bitte, Mr. Martins, was wünschen Sie von mir? Danke. Meine Gäste warten. Wir beide sind Freunde von Harry Lyme. Ich bin nur sein Arzt gewesen. Ich möchte die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Und die Einzelheiten. Da kann ich Ihnen nicht viel sagen. Er wurde überfahren. Er war tot, als ich hinkam. Wer war bei ihm? Zwei Freunde von ihm. Nur zwei? Ja, natürlich. Ist es möglich, dass er nicht sofort tot war? Er kann noch gelebt haben, ja, für kurze Zeit. Während sie ihn über die Straße trugen. Ob er sehr gelitten hat? Nein, das glaube ich nicht. War er denn noch fähig, Pläne zu machen für mich und andere in diesen paar Sekunden? Er soll noch irgendwelche Anordnungen getroffen haben. Das kann ich doch nicht wissen, ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die Todesursache. Haben Sie in dieser Beziehung Zweifel? Wäre es möglich, dass es kein Unfall war, sondern dass er einen... Verstehen Sie mich? Dass er einen Stoß bekommen hat, Dr. Winkel. Das kann ich nicht beantworten. Die Verletzungen an Kopf und Körper wären die gleichen. Guten Abend. Dr. Winkel. Winkel, ja. Sehr erfreut, Dr. Winkel. Sie haben ja hier das reinste Museum. Ja. Was willst du hier? Du hast hier gar nichts verloren. Mach, dass du rauskommst. Ja, komm. Sei brav. Ja, sei brav. Nun mach schon. So ist gut. Ist das Ihr Hund? Ja. Würden Sie bitte, Mr. Martins. Martins, was wünschen Sie von mir? Danke. Meine Gäste warten. Wir beide sind Freunde von Harry Lyme. Ich bin nur sein Arzt gewesen. Ich möchte die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Die Einzelheiten. Ich kann Ihnen nicht viel sagen. Er wurde überfahren. Er war tot, als ich hinkam. Wer war bei ihm? Zwei Freunde von ihm. Nur zwei? Ja, natürlich. Ist es möglich, dass er nicht sofort tot war? Er kann noch gelebt haben, ja, für kurze Zeit. Während sie ihn über die Straße trugen. Ob er sehr gelitten hat? Nein, das glaube ich nicht. War er denn noch fähig, Pläne zu machen für mich und andere in diesen 3 Sekunden? Er soll noch irgendwelche Anordnungen getroffen haben. Das kann ich doch nicht wissen, ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die Todesursache. Haben Sie in dieser Beziehung Zweifel? Wäre es möglich, dass es kein Unfall war? Sondern dass er vielleicht einen... Verstehen Sie mich? Dass er vielleicht einen Stoß bekommen hat, Dr. Winkel. Das kann ich nicht beantworten. Die Verletzungen an Kopf und Körper wären die gleichen.